Danke. Mhm. Stangensellerie. Dann bitte. Heute in der Freizeit. Die Zauberformel fürs Restekochen. Mal wie zu Omas Zeiten, mal auf Japanisch, mit typischen Überbleibseln wie Brot oder Gemüse. Und gut und gratis. Wie Lebensmittelretter Aussortiertes vor der Tonne bewahren, wer es bekommt und wie man mitmachen kann. Auf Verzeih eigentlich. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Etwa ein Drittel der produzierten Lebensmittel weltweit landen im Müll. Ja. Schauen wir mal, was der Vincent morgen draus macht. Ja, ja, und vielleicht hab ja ich auch noch was daheim, was weg muss. Und? Auf jeden Fall was dabei. Blumenkohl, ein bisschen wach. Das kann man wegschneiden, aber Kostal, siehst du ja, ist noch super. Aubergine haben wir da, braune Stellen. Das ist halt nur die Farbe, ansonsten alles super. Paprika auch, geht, ja, oder? Nur weil es ein bisschen faltig ist. Ja, ich frage ja bloß, weil man ist ja schon mit dem Auge ein bisschen trainiert worden. Aber man kann ja in die falsche Richtung trainieren. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation, zu wissen, dass das auch lecker ist. Deswegen können wir es damit verwenden. Gelbe Wurm, so ein bisschen Gummi. Schmecken trotzdem. Haha, das ist mein Lieblingsgeschirr. Ja. Kauft mir immer einen Riesendrum. Mhm. Brauchst genau eins. Ja. Und den Rest hebt man dann so lange auf, bis man mit gutem Gewissen in den Biomüll schmeißen kann, oder? Leider Gottes ist es tatsächlich so, so wie Bloody Mary kann man gar nicht saufen, wie man Supermarkt kaufen. Hier habe ich noch ein Blattrad. Bleibt gern mal über, kriegt man aber auf jeden Fall verbaut. Ein Stückchen vom Gickerl. Ja, also super. Das ist der Klassiker. Der geht immer auf die Nacht schnell noch, oder? Wenn man heimkommt. Pizza. Gebe ich vertrauensvoll in deine Hände. Ja, kriegt man. Ja. Legen wir es mal zur Seite. Mhm. Das Coole ist jetzt an den Sachen, dass da gekochte Sachen auch dabei sind und verschiedene lätschernde Gemüse, die wir jetzt hier verarbeiten können. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Kreativität, Mut. Und was das Beste ist am Leftover-Kochen, am Ende schmeckt es nicht nur, sondern man hat auch ein gutes Gewissen dabei. Ja, weil man ja nichts nutzt, gell? Genau. Das nötige Grundwissen hat der Vincent Fricke als gelernter Koch. Mit 23 Jahren hat er sich aus dem kleinen Ort Zwenkau bei Leipzig aufgemacht nach München. Mittlerweile hat der Vincent seine eigene Catering-Firma. Und als Profi verwendet er natürlich frische Ware. Und was überbleibt, spendet er den Lebensmittelrettern. Und er lädt regelmäßig zu sogenannten Leftover, also Überbleibselabenden ein. Und er hat Tricks, wie man Lebensmittel wieder frisch machen kann. Zum Beispiel eiskaltes Wasser für schlappes gelbe Rübengrün, Salat oder Sellerie. Einfach leider mit. Einfach leider mit, genau. Den halbiere ich mal noch ganz kurz, damit er hier reinpasst. Ich glaube, ihr siehst es fast schon, wie das so langsam zum Leben erweckt wird. Weil es ist einfach immer wieder voll. Genau. Erstes Kapitel: gekochte Reste. Gyoza, die japanische Maultasche. Also die Grundidee basiert auf Baustein. Baustein 1, die Reste, Blaukraut. Das Hähnchen, bisschen Koriander, Chicorée, Karottengrün. Der Baustein 2 sind immer Sachen, die man daheim hat, die auch ewig lange haltbar sind. In dem Fall Mehl oder auch Reis. Und ganz wichtig, um den ganzen Flexibilität zu bringen, sind Gewürze. Sesamöl, Sojasauce, Salz, Pfeffer. Damit kann man entweder orientalisch kochen, italienisch kochen oder provenzial. Man kann japanisch kochen. Und damit bringt man so komplett die Flexibilität rein. Und die drei Bausteine, die kann ich dann kombinieren, wie ich es mag. Wie du witzig bist, wie kreativ du bist und vor allem, wie mutig du bist. Ja. Ich bin sehr witzig. Sehr witzig. Extrem kreativ und mutig ist mein zweiter Vorname. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir mal was draus. Und ich bin auch noch sehr schön dazu. Das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen. Siehst du eine Küchenwaage?
ganz selten beim Leftover-Kochen. Gerade bei Teigen ist es wirklich wichtig, dass man da genau auf die Rezeptur achtet. Ansonsten feel free. Ist jetzt besser, wenn was vorgekocht ist oder wenn es roh ist? Bei der Hähnchenkeule zum Beispiel, das ist cool, dass es schon gegart ist, weil man spart sich einfach eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit im Ofen. Beim Blaukraut ist es eigentlich wurscht. In dem Fall kann man es gut schon weich gekocht nutzen. Aber wenn es einfach ein Rotkohl klein schneidest, ganz fein, ein bisschen marinierst vorher, dann kannst du ihn auch hoch einpacken. Gut. Überlegt mir dann schon dreimal, was man jetzt wegnimmt. Wie viel Mehl und wie viel Wasser? Das sind jetzt 200 Gramm Mehl, die ich reinmache, und 170 Gramm Wasser. Kaltes Wasser ist wichtig bei dem Teig. Schau mal her. Langt uns das? Das ist super. Ja? Genau, ganz wichtig, das nächste Mal schneiden. Wenn es nicht so quetscht, dann hält es länger. So, Teig wäre soweit fertig. Ich würde den jetzt noch mal kühl stellen. Eine halbe Stunde circa und dann passt das. Ist das so genehm? Das ist wunderschön. Alles zusammen in die Schüssel. Blaukraut mit dazu. Mit der Hand, genau. Dann baut man gleich so eine gewisse Beziehung auf zu den Lebensmitteln. Nach und nach die Gewürze dazu geben, um den japanischen Touch halt zu bekommen. Gut. Das ist einmal Sojasauce. Gar nicht zu viel, hä? Na, Sojasauce ist auch relativ salzig. Dadurch, dass das alles Sachen sind, die schon mal produziert und fertig gegart waren und abgeschmeckt waren, muss man gerade mit Salz echt vorsichtig sein, weil sonst überwürzt man alles. Na ja, klar. Das ist jetzt ein Sesamöl, Kubebenpfeffer und eine kleine Prise Salz. Und? Ich muss es auch mal probieren. Dass man Blaukraut so umbieren kann zum Asiatischen. Schmeckt fast nicht mehr, ne? Raffiniert. Mhm. Raffiniert. Darum geht's. Das ist raffiniert. Mhm. Ah ja, ich muss einer ja noch verraten, wo ich das Gemüse her habe. Hallo! Seid ihr bereit in der Kälte? Ich bin Naomi und ich bin Lehrerin hier in München. Ich bin bei Foodsharing schon seit über 6 Jahren. Dann mache ich die Kartoffel. Wunderbar. Okay, cool, super. Dann gehen wir. Wir treffen uns hier am Viktualienmarkt einmal am Tag. Hier am Viktualienmarkt haben wir mehrere Stände, ich glaube so 20, wo wir jeden Tag abholen gehen. Hallo, ich bin von Foodsharing. Kartoffeln, vielen Dank, noch einen schönen Abend. Tschüss. Und wir kriegen Obst und Gemüse und auch ab und zu mal Wurst und Fleisch. Hallo, ich bin von Foodsharing. So, jetzt gibt es ein bisschen Aufschnitt. Super. Und Leberkäse. Dankeschön, noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich rette Lebensmittel, weil ich keine Lebensmittel wegwerfen möchte. Ich finde, man kann hier die Sachen noch alle super essen. Und die halten sich auch oft noch ganz lang, sowieso jetzt im Winter. Wir sammeln das Essen immer zusammen und dann verteilen wir das. Jeder nimmt dann einen Teil mit nach Hause. Entweder benutzen wir selber oder wir geben das Freunden oder Bekannten. So, schau. Und? Halbe Stunde drin gewesen. Schaut ganz gut aus, oder? Ja, und jetzt schaut mal das so, Schmied. Das ist unser Grün von vorher. Mhm. Na. Ich bin mittendrin. Wunderbar. Der Vincent nimmt das Grün von die gelbe Rühren als Petersilienersatz für die Füllung. Ah, nicht schlecht. Gedashi. Super. Gedashi ist ja auch japanisch. Ja. Heißt so viel wie. Also er löst sich gut. So, und jetzt braten wir die Gyoza-Teigtaschen in Olivenöl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 für dich, 3 für mich, oder? Nur, dass das klar ist. Blaugrat und der Hund. Und ein lappisches Karottenkohl. Ja, und dann noch eine Tasse Wasser dazu, aber Vorsicht, das Öl darf nicht zu heiß sein.
Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das freut mich. Sehr harmonisch. Eingepackt, alter Koriander ist nicht zu vordergründig. Das ist ganz ein schönes Gericht. Ganz einfach. Reste neu verpackt mit einer knusprigen Schale. Was man auch machen kann, die Dinger wegfrieren. Eingefrieren? Mhm. In der Tupperware oder ein bisschen minieren. Die Dinger drauf einfrieren einzeln, damit sie nicht zusammenklebt. Und dann ein Vierteljahr rausholen. Anbraten. Danke. Tschüss. Und genau so weitergehen. Der Restetipp von Oma Schmidt. Haltbar machen kann man Reste auch durchs Einwecken. Ja, dazu füllt man die gekochten Speisereste noch heiß in ein Einwegglas und verschließt's. Dann bei 120 Grad. 40 Minuten im Backofen erwärmen und für ausreichend Feuchtigkeit im Ofen sorgen. Einwecken kann man Soßen, Suppen, Eintöpfe, heute alles mit viel Flüssigkeit, aber keine Milchprodukte. Glas rausnehmen und ein paar Minuten auf den Kopf stellen. Aber Obacht, die Einweckgläserl sollten es vorher auskochen, dass sie ja steril sind. Beim Öffnen später vor dem Verzehr soll es unbedingt, Achtung, machen. Du, Vincent, bei der Resteküche geht es ja ein bisschen darum, Lagerung von Lebensmitteln, also zum Beispiel im Kühlschrank, oder? Das ist richtig. Ja. So. Also im Kühlschrank hat auf jeden Fall verschiedene Kühlzonen, verschiedene Temperaturen. Hier das Gemüsefach. Gemüse immer ganz unten, da ist die Temperatur so um 5-6 Grad. Im Idealfall mit so ein bisschen Krepppapier. Da legst du ein Krepppapier rein. Genau. Ganz wichtig, damit die Feuchtigkeit vom Gemüse halt aufgesogen wird, zieht das Kondenswasser. Keine Feuchtigkeit, kein Schimmel. Auch regelmäßig auswechseln das Tuch, dann passiert eigentlich wenig. Aus der Verpackung raus. Plastik ist meistens kontaminiert mit irgendwelchen Sachen, also Bakterien, Schmutz etc. Wenn man es hier reintut und da ist älteres Zeug und dann kommt irgendwie kontaminiertes rein, dann schimmelt das relativ schnell. Okay. Ja, dann hier die Abteilung für Fleisch und Wurst und Fisch, ganz hinten am idealsten Fisch, weil das der kälteste Ort des Kühlschranks tatsächlich ist. So weit unten es geht und ganz hinten? Genau, circa 1 Grad. Gut. Molkereiprodukte. Ach, der Kass. Ja. Ein bisschen weiter oben, so 6, 7 Grad. Käse schimmelt ja ganz gern, auch durch Kondenswasser. Kondenswasser ist so ein allgemeiner Feind im Kühlschrank. Dass der Reis drin ist, das weißt du, gell? Ein paar Körner saugen das Kondenswasser auf. Also in die Käsebox Reis rein und den Käse unverpackt drauflegen. Es gibt doch so Käsepapier und so weiter. So. Gibt's, aber so ein bisschen Reis kostet relativ wenig, hat den gleichen Effekt. Ist es nicht so, dass der weiße Schimmel vom Camembert auf den anderen Käse überspringt? Ja, die Sporen können springen, aber das ist ja sehr ein Edelschimmel. Solange er keinen Fremdschimmel hat, immer essbar und meistens wird es sogar noch besser. Vor allem auch Limburger. Limburger Ski. So. Dalla. Oben Sachen, die offen sind, wie Konserven etc. und in der Tür Eier und ein paar Getränke, die sind dann irgendwie um die 10 Grad. Eier kann man auch ganz entspannt 12 Tage draußen lagern. Geht er. Dann haben wir ja nur so Mindesthaltbarkeit. Da muss man sich so ein bisschen auf seine eigenen Sachen verlassen, also auf seine Geschmäcker, auf den Geruchssinn, auf die Augen, auf die Haptik. Heißt Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht schmeiß nach Ablauf weg. Mhm. Ja. Und wenn du mal irgendwie zu viel haben solltest, fährst in Urlaub oder so, willst die Sachen nicht wegschmeißen, da rufst einfach die Mädels und Jungs von Foodsharing an. Die holen dann wieder ab oder du bringst irgendwo vorbei. Und dann kümmern die sich, dass das nicht weggeschmissen wird. Eine Idee, gell? Mhm. Ich bin Daniel, seit 5 Jahren bei Foodsharing aktiv tätig. Foodsharing München ist ein gemeinnütziger Verein und mittlerweile haben wir knapp 1000 Mitglieder. Ich bin Betriebsverantwortlicher bei einem Bio-Supermarkt. Und was habt ihr heute? Heute haben wir nicht so viel. Das ist doch super. Betriebsverantwortlicher bedeutet, dass ich mich darum kümmere, dass jeden Tag die restlichen Lebensmittel abgeholt werden. Unsere Partner sind Supermärkte, Biomärkte, Wochenmärkte, Cafés. Als ich gesehen habe, wie viel Lebensmittel tagtäglich weggeschmissen wird, in Deutschland zum Beispiel jedes Jahr knapp 90 Kilogramm Lebensmittel pro Person, und ich wollte dagegen etwas tun. Lebensmittelverschwendung ist einer der Hauptgründe des Klimawandels. Und das motiviert mich, bei Foodsharing mitzumachen und gegen Lebensmittelverschwendung aktiv aufzutreten. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, servus, mach's gut. Ciao. Ich bin Foodsaver und ich rette Lebensmittel vor der Tonne.
Jetzt haben wir noch Gemüse. Pizza. Da kümmern wir uns später drum. Wir packen jetzt erstmal das Gemüse an. Gemüse und Obst sind der Großteil der weggeschmissenen Sachen in deutschen Haushalten. Stellen mit 34% den größten Anteil dar. Und wir machen den König der Resteküche. Ja. Einen Eintopf. König der Resteküche ist der Eintopf? Ja. Kann alles rein. Wunderbar. Zweites Kapitel. Gemüse. Eintopf. König der Resteküche. Für den Eintopf haben wir jetzt wieder unsere drei Bausteine. Einmal das Rumfort-Gemüse. Du sagst Rumfort-Gemüse? Rumfort. Graf Rumfort? Rumfort ist das Gemüse, was rumfliegt und fort muss. Das ist Rumfort. Das ist Rumfort, genau. Das, was immer da sein sollte, in dem Fall Linsen. Und unsere Gewürze. Fenchel, Lorbeer und Rosmarin. Zuerst füllen wir uns die benötigte Menge an Linsen ab und legen sie in Wasser ein. Und ganz wichtig bei Eintöpfen, etwas Natron. Natron? Ist aber auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Feiert aber gerade ein Revival. Aus vielerlei Gründen. Also man kann auch Waschmittel anrühren, wenn man die Plastikverpackung vermeiden möchte. Oder aber als Helfer der Verdauung wegen und Weichmacher bei Hülsenfrüchten zum Beispiel. Helfer der Verdauung? Mhm. Gerade wenn man fettig gegessen hat, am Abend heißes Wasser oder warmes Wasser, ein bisschen Natron rein. Trinken und? Rest macht dann das weiße Pulver. Aber wir brauchen es jetzt für. Wir brauchen es jetzt für die Linsen, genau. Gut. Weil wir es eben nicht eingeweicht haben. Ja. Und wenig Zeit haben, wie immer. Das Wasser wird nicht reichen, um die ganzen Linsen und das Gemüse gar zu kochen. Und das füllen wir dann aber auf mit Gemüsebrühe. Die zaubern wir uns hier aus so Gemüseresten. Das sammle ich über eine Woche zum Beispiel. Und dann setze ich damit die Gemüsebrühe an. Besser als jeder Brühe. Das ist schön, das macht Spaß. Einfach mal in den Topf. Und? Einwandfrei. Ja. Paprika, das Weiße, schneide ich weg? Ja, Weiß und Kerne enthalten einfach viel zu viele Bitterstoffe und das würde das komplette Gericht dann am Ende versauen. In einem Kochbuch erklärt Vincent Fricke solche Universalrezepte mit Rumfort-Zutaten eben. Alles, was rumliegt und fort muss. Auch die Reste des modernen Lebens. Der Reis nach der Einkehr beim Inder, der Suppenfond vom Vietnamesen. Mit Ideen zum Einwecken, Einfrieren und Fermentieren. Das ist für mich ja ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit. Unsere Großeltern haben das eh so gemacht. Absolut. Also bei meiner Oma gab es damals noch regelmäßig Eintöpfe. Vor allen Dingen montags. Montags war großer Eintopftag. Was vom Sonntag übergeblieben ist, wurde halt im Eintopf verbaut. Man kocht eigentlich ja, gerade wenn man für die Familie kocht, immer ein bisschen mehr. Man möchte ja nicht, dass irgendjemand hungrig am Tisch geht. Lieber Schaden als Schande. Schaden, weil man zu viel gemacht hat. Genau. Da redest du auch mit deiner Oma. Ja, mittlerweile ist sie 99. Deine Oma ist 99? Meine Oma ist 99. Deswegen, gell, immer mit den alten Generationen reden. Ganz wichtig, ja. Da ist einfach viel Wissen. Was man verliert gerade, also in den letzten 50 Jahren ist ganz, ganz viel liegen geblieben. Gerade in der Küche. Der Restetipp von Oma Schmidt. Ja, mei, mit den Mengen ist es halt immer so eine Sache. Ja, gerade, wenn man älter wird. Aber wenn sie mal so einen großen Laib Brot gekauft haben, einfach die Hälfte einfrieren. Und zwar schön in Scheiben geschnitten. Ja, dann brauchst du die auch nicht auftauen, sondern nur kurz im Toaster toasten. Auch altgewordenes Brot kann man ruhig eingefrieren. Da könntest du dann jederzeit einen schönen Brotsalat machen. Zum Beispiel. Wo hat jetzt die das eigentlich eingesteckt? 1, 2, 3, ho! Die Brühe aus den Schalen bildet die Basis für den Eintopf. Dazu kommen Hülsenfrüchte wie eben Linsen. Ein Teelöffel Natron reicht, um die Linsen schneller weich zu bekommen. Eine halbe Stunde köcheln lassen, dann das Gemüse dazu und am Ende der dritte Baustein. Würzen. Und der ist richtig spannend, weil man da mit wenig Handgriffen einfach völlig verschiedene Geschmacksrichtungen einschneiden kann. Orientalisch mit ein bisschen Sternanis, Koriandersaat, ein bisschen Currypulver vielleicht. Oder asiatisch mit ein bisschen Galgant, Ingwer, Zitronengras. Oder wie wir es heute machen, mit ein bisschen Rosmarin, Fenchelsaat und Lorbeer. Leicht italienisch. Wie viel? So, das schmeckt. So. So. Ja, dann noch ein bisschen Lorbeer. Lorbeer. Sollte eigentlich an jeden Eintopf ran. Und damit das dann noch so richtig italienisch schmeckt, ja, haben wir noch einen Rosmarin. Nein, der Rosmarin. Der darf nicht in der italienischen Küche.
Das fühlt sich gut an. Nehmen Sie ein bisschen, nicht wegschmeißen. Es fühlt sich wirklich gut an. Ja. Und es ist halt einfach. Was der Vincent nun macht, er nimmt Blumenkohlblätter zum Verfeinern. Auch nicht schlecht. Reste kochen geht aber auch anders. Gresser, Charlotte und Thomas haben zusammen mit Vincent ein Event organisiert. Mit einem Festmahl aus Überbleibseln. Die Lebensmittel haben die beiden auch vom Verein Foodsharing gekriegt. Dieses Mal ist recht viel Brot dabei. Tatsächlich landen an die 2 Millionen Tonnen an Backwaren jährlich im Müll. Jetzt mal unter uns, ist es nicht so, dass man da eigentlich irgendjemand auch was wegnimmt, also der vielleicht bedürftiger wäre. Foodsharing geht es darum, Lebensmittel einfach zu retten. Und da ist es völlig egal, ob du Gehaltsklasse ganz oben bist oder ganz unten. Sondern es geht wirklich darum, dass die Lebensmittel, die intakt sind, einfach und die Leute kommen, eben nicht weggeschmissen werden. Bei der Tafel ist es so, dass Lebensmittel, die schon verarbeitet wurden und nicht explizit für dich gekocht wurden, nicht annehmbar sind. Also da gibt es Gesetze, die sagen, wegen Haftung, sagen wir es mal. Genau. Und das ist das Gute halt wirklich bei Foodsharing, dass sie sagen, wir befreien euch von der Haftung. Jeder hat irgendwie Sinne, Mund, Auge, Nase. Probiert halt, ob das noch passt. Und wenn es noch passt, dann esst es und schmeißt es nicht weg. Fangen wir an. Wir machen Brotsalat, oder? Das klingt nach dem Plan. Gut. Aber wir haben ja nur Pizza. Drittes Kapitel: Brot. Blitzrezept für Altbackenes. Für unseren Brotsalat haben wir jetzt einmal das Brot als sehr häufiges Überbleibsel. Ein bisschen Gemüse, in dem Fall Tomate und Pimentos. Und eine Zwiebel und die Gurke, um das Ganze so ein bisschen in die mediterrane Richtung zu drehen. Olivenöl, ein bisschen Kapern auch für die Säure. Und das Pizzastück kann man hervorragend als Crouton verwenden. Sehr schnell. Mit rein in die Brust. Trauen wir uns ran. Thomas, warum bist du dabei? Ich komme aus einer Gastrofamilie. Bei uns war das ganz normal, dass alles verwertet wurde. Alles vom Tier verwertet wurde, alles effizient verwertet wurde. Wenn du weniger wegschmeißt, bleibt dir mehr Geld für bessere Produkte in einer besseren Qualität. Wenn du die Hälfte immer wegschmeißt in deinem Kühlschrank, musst du vielleicht super günstig einkaufen. Wenn du mehr ganzheitlich verwertest, kannst du Besseres haben. Charlotte, bei dir? Also mein Vater kommt aus einem kleinen Dorf, wo alle Bauern waren. Aus Griechenland, und da bin ich immer mit aufgewachsen, dass ich alles aufessen sollte und auch verschimmelte Lebensmittel, man einfach was wegschneidet und dann guckt, ob es noch weiterhin gut ist. Aha. Und jetzt ist mir wichtig, dass man wieder selbst entscheidet, was man eigentlich noch essen kann und was nicht, und nicht einfach das Datum, was draufsteht. Ja, dann, ich hab's geschnitten, alles. Bin fertig. Super, dann würde ich sagen, machen wir den Brotsalat fertig, oder? Jawohl. Profi. Ja, ich mein, ich bin ja mit Umrühren, bin ich ja aufgewachsen. Den Brotsalat mit Pizzacroutons und den Kartoffelsalat von Charlotte und Thomas haben wir dann zur Überbleibselparty mitgenommen. Hier treffen sich die Leute, um Reste zu essen, ist klar. Und vor allem, um mit Nachhaltigkeitsprofis ins Gespräch zu kommen. Ein bisschen wie ein Speed-Dating läuft es ab, sagt der Vincent. Wenn ich jetzt mitmachen will, dann fange ich als Lebensmittelretter an. Genau.
Wer kann alles mitmachen? Jeder. Jung, alt? Mindestalter ist 18. Aha. Aber ansonsten kann jeder mitmachen. Und dann kriege ich so einen Ausweis? Und dann kriegst du so einen Ausweis. Da steht drauf, ob du Foodsaver bist. Das heißt, den muss ich auch dann beim Geschäft vorzeigen? Bei jeder Abholung musst du den Ausweis vorzeigen. Ja, ich bin tatsächlich vom Foodsharing und ich bin gekommen, um die Reste mitzunehmen. Das macht ja auch Sinn, oder? Dass man sozusagen mit einer Organisation auftritt. Na klar, weil es geht auch um die Haftung. Weil du holst Lebensmittel ab, die du als Privatperson dann weitergibst. Sobald du die Lebensmittel von einem Betrieb übernommen hast, übernimmst du auch die Haftung dafür. Und das ist diese Vereinbarung zwischen Betrieb und Foodsharing, dass wir mit der Übernahme der Lebensmittel auch die Haftung für diese übernehmen. Look at me. Dann probier jetzt nur so Rap. Leftover Rap. Leftover Rap, das kann man sich immer gar nicht verstehen. Ja. Dann guten. Hey, the coffee beat the boss. Ich bin der Biobauer Mogli aus der Nähe von Erding, habe einen landwirtschaftlichen Biobetrieb und gute Produktion von Lebensmitteln ist mir besonders wichtig. Und auch der Wert ist mir besonders wichtig, weil ich weiß, was es bedeutet, das Gemüse anzupflanzen, es zu ernten und später zu vermarkten. Mein Name ist Thomas Winnecke, ich bin Metzgermeister. Ich bin hier, weil ich mich dafür einsetze, dass wir alle wahrnehmen, dass Fleisch zu den wertvollsten Lebensmitteln gehören, die es überhaupt gibt. Wenn wir schon ein Tier umbringen, das auch ganz verwerten und dass wir möglichst wenig oder bewusst davon essen, wenn wir es denn essen. Ich bin die Clarissa Juse. Was mir ganz wichtig ist, ich bin heute mit dem Kartoffelkombinatverein hier, zu zeigen, dass wir auch in der Stadt gemeinschaftlich, genossenschaftlich unser eigenes Gemüse produzieren können und so auch wieder ein bisschen mehr Bezug dazu bekommen, was eigentlich Landwirtschaft bedeutet, was Saisonalität bedeutet. Ich habe ja länger hinschauen müssen, weil zuerst denkst du, ja, es ist halt ein Essen arrangiert, aber wenn du genau hinschaust, es ist alles verschimmelt. Ekelhaft, ne? Naja. Das wäre das geworden, wenn wir es nicht verarbeitet hätten. So schaut's aus. 3 Wochen alt, Erdbeeren. Das sind Erdbeeren, 3 Wochen alt? Warm. Das ist ein Tiramisu. Das ist ein Tiramisu, ja. Ist schon besser, wenn man es vorher aufisst. Meine Meinung. Meine auch. Gibt's Sachen, da bleibt einfach nichts über. Haben wir noch Tüten, Vincent? Alles weg! Genau so muss das sein. Irgendwas sonst, was noch weg muss? Also Papier oder so? Muss ein Bier noch weg oder so? Nein, Papier muss weg. Ah, Papier muss weg. Ah, so Papier, ja. Okay, dann bringe ich das Papier runter, ja.